Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paper Mario. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass wir an einer anderen Stelle stehen, als wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich hatte eine Folge schon aufgenommen, aber irgendwie war die Videodatei beschädigt und ich musste sie wegwerfen. Ich habe versucht, diese Datei zu retten, so gut es ging. Da war nämlich zum einen der Weg vom letzten Mal bis hierhin, der mehrere Rätsel in sich hatte und viele Toads, die an der Wand geklebt hatten, mit Klebeband und dem Bosskampf, der mega nervig war. Ja, mit einem Klebeband, der auch so einen Roller drauf hatte. Ja, und auch noch dem letzten Rätsel, wo es zur nächsten Welt geht. Welche wahrscheinlich auch die letzte Welt ist. Ja, da hatte ich dann nämlich diese vier Teile hier, wo ich jedes Pergamenton einmal einsetzen musste. Womit ich dann hier rüber ins Wolkenreich kann. Ich will mich auf jeden Fall entschuldigen, dass diese eine Folge dann fehlt. Ich kann daran leider nichts ändern. Die einzige Möglichkeit, wie ich die Folge zurückholen könnte, wäre wirklich, dass ich einmal das komplette Spiel neu spiele. Und ganz ehrlich, ich habe darauf überhaupt keine Lust, das ganze Spiel bis zu diesem Punkt nochmal neu zu spielen. Es tut mir leid, Leute. Bei aller Liebe, auch diesen Bosskampf will ich nicht ein zweites Mal machen, weil der war so extrem nervig. Ich habe tatsächlich eine Stunde an dem gehangen. Ja, also, es geht auf in die nächste Welt. Es tut mir, wie gesagt, leid, dass da einer Bosskampf fehlt. Aber jetzt geht's nach oben. Ich kann daran leider nichts ändern. Ach ja, wenn ich bei der letzten Röhre angekommen bin, mache ich auch nochmal, dass ich offscreen in die vorherigen Welten zurückgehe und dort alle Geheimnisse nochmal einsammle. Also bevor ich das Spiel beende, ich will das auf 100% beenden. Wo sind wir denn hier überhaupt? Wir müssen ganz weit oben sein, aber hier sind viel zu viele Wolken, um etwas zu sehen. Da, die grüne Luftschlange. Sie verschwindet irgendwie im Nebel. Wollen wir einmal nachsehen, wo sie hinführt? Also, wie gesagt, ich kann mich nur so oft entschuldigen, wie es geht. Ja, und ich kann auch an diesem Schicksal leider nichts mehr ändern. Was ich aber ändern kann, Zubehör, Todglocke. Und ich gehe natürlich in die vorherigen Welten zurück, um zu gucken, ob ich noch irgendwas kaufen kann. Das sieht toll aus. Tor zur ewigen Glückseligkeit. Bin ich tot? Ewige Glückseligkeit endlich. Da drin ist sie also. Dann los, Kinder, und Origami-Schönheiten zuerst. Oder was meinst du? Das Schild macht wenigstens schon mal Lust auf mehr. Nichts wie rein da, Mario. Da hatte ich mehr Bock auf die Rätsel hier Prüfungen. Weil ich genau weiß, dass er drin mich der Tod erwartet. Oh, Geld. Nur 1000? Ja, Leute, ich weiß, wie das klingt. Nur 1000? Ich habe schon mal mehr Geld gesehen. Das will ich nur damit anmerken. Hey, komm, hier muss man noch was finden. Allein bei diesen mega auffälligen Bau hier. Warte mal, ist hier überhaupt oben ein Toad, bevor ich jetzt hier... Ja, Toads gerettet 0%. Und da sind auch Toads. Engel-Toads. Die alleine haben eine Besucher. Willkommen im Bad Elysium. Was habe ich dir gesagt, Mario? Schau nur, wie herrlich. Aber so langsam will ich doch mal gerne wissen, was das hier für ein Laden ist. Bad Elysium. Bad.
Natürlich, Bad, das ist ein Kurort. Ja, mit dem Baden, das wird aber nichts, da wir Papier sind. Guck. Hä? Ich habe erwartet, dass hier jetzt was versteckt ist. Eli und auf der anderen Seite wahrscheinlich Zoom. Das ist, glaube ich, die Marino. Ey, komm, das sieht schon so verdächtig aus. Ja, ich sagte auch, da steht ein Sium. Na nun, das sehe ich doch nicht zum ersten Mal. Höher schlicht, das sind euch also die alten Falter der kleinen Sandpapierwüste ein Begriff, ja? So erstaunlich es auch klingt, unser bescheidener Badebetrieb bestand bereits in jenen antiken Zeiten. Deine Majestät König Shamsis soll hier gern gesehener Gast gewesen sein. Mochte ganz besonders unsere Zimtaufgüsse. Dieses Relief hier ist jedenfalls ein Geschenk aus seinem Königreich. Hättet ihr gewusst? Hm? Aha. Willkommen im Bad Elysium, Mario. Unsere heißen Quellen warten Glück, Seligkeit und himmlische Wellness auf badefreudige Besucher. Ich will auch. Das klingt alles super. Als Eintrittspreis würde sich das Bad über eine freiwillige Pflichtspende von 1000 Münzen freuen. Dürfte ich die vielleicht sofort bekommen? Freiwillige Pflichtspende. Ich freue mich wie ein Schniepsel. Das wird toll. Es sei euch gedankt. Wohliges Weihen wünsche ich euch. Ach so, ich soll ja auch allen von unserer Stempelaktion für Vielplanscher erzählen. Hier habt ihr euer Stempelkärtchen. Nehmt das unbedingt mit, wenn ihr Bad Elysium erkundet. Okay. Wenn ihr euch bei jeder unserer Quellen einen Stempel abholt, könnt ihr was gewinnen. Also nicht vergessen, Stempel zu gehen. Kommt dann einfach mit dem Feuerkännchen wieder her zu mir. Und das war schon elysisches Badevergnügen noch. Endlich, ich platze schon aus allen Falten vor Vorfreude. Da oben, Mario, das ist doch die Super Marino. Als super winzige Spielzeugausgabe. Spielzeug, Super Marino, aber mitnichten. Es handelt sich um eine Nachbildung der Spa Marino. Damit fahren unsere Spa-Gäste zu den Prüfungen der Karo-Insel. Ich könnte euch noch viel mehr darüber erzählen. Wollt ihr mal die Geschichte? Nein, ich will sie nicht hören, tatsächlich. Und bei mir bin ich schon wieder ein Telefon. Warum will man mehr nicht aufnehmen? Okay, wo habe ich meinen Stempel? Quelle der Reinheit? Warte. In der Trisse, Schnitte und Rupfereien. Ja, du gibst mir mein Stempelchen, oder? Hier gibt es eine Stempel für euer Vielbäder-Kärtchen. Ja, neben Quell einmal Stempel kann was richtig Feines gewinnen. Okay. Bin drin. Das sieht ganz schön heiß aus. Meinst du, dass ich. Das ist eine der heißen Quellen? Noch eine Quelle sieht es allerdings nicht aus. Och, ich fühle mich entspannt. Sorry Leute, ich war kurz weg. Da kam jemand in mein Zimmer rein und ich muss mal eben kurz die Aufnahme pausieren. Jedenfalls, Mario, du Draufgänger, wie du einfach so ins Wasser gestiegen bist, ohne auch nur einen Gedanken an feuchte Fasern zu verschwenden. Wobei, du bist ja völlig unaufgeweicht, trocken und frisch wie Hirn gebügelt. Aber kann ich das auch oder werde ich durchgeweicht? Na, ich muss es einfach wohl einfach versuchen. Los, Olivia, trau dich. Oh, so schön. Ach, das ist schön. Ich schalte mal kurz ab, entspanne mal die Knicke. Das fühlt sich ja so gut an. So, frischt man also Körper und Geist. Tja, Mario, ich befürchte, jetzt interessiere ich mich nur noch für heiße Quellen. Ah. So, und jetzt muss ich mit dem Cooper da noch reden, weil der steht hier unten. Ist das, was er heißt? Ich werde nicht in meinem Panzer gekocht werden.
Moment, du bist doch einer von Bowser's Share gestimmt. Nett von ihm, dass er seinen angestellten Erholungsurlaub spendiert. Ja, so kennt man Bowser nicht. Aber schön, was er vergesst, nicht euer Kärtchen stempeln zu lassen. Okay. Was, wo komme ich hin, wenn ich jetzt hier links laufe? Abgesehen von diesem wundervollen, sagenhaften Hammer. Muss ja kurz husten. Ich glaube, da oben wäre noch eine Quelle. Ja, komm, dann machen wir erstmal hier links. Oder wir haben hier die Hauptstadt. Schau nur, so eine tolle Aussicht. Wir schweben ja wortwörtlich über allen Wolken hier oben. Hier ist es so schön, dass ich die grüne Luftschlange fast vergessen könnte. Oh, und jetzt habe ich mich wieder an sie erinnert. Was ist das denn? Ob das zur Quelle gehört? Jetzt fühle ich mich gleich gar nicht mehr körperlich und geistig erfrischt. Das ist doch kein Mac. Als etwa steht der denn da? Am besten wir fragen mal zum Beispiel den Herrn da drüben mit dem Lautsprecher. Entschuldigung, Herr Reinemacher. Mario, was in 12 Zündelzaubern treibt denn dich hierher? Ach so, stimmt. Du bist ja berühmt, oder? Kennst du den Reinemacher etwa wirklich persönlich? Reinemacher, Unverschämtheit, dir werde ich gehörig. Ach, das ist ja auch egal. Ich, König Bowser's Zaubermeister, habe diesen Lump etliche Male den Landshosenboden stramm gezogen. Mein Name ist Kamek. Hör ihn und erzittere. Ui, hallo. Also ich heiße Olivia und bin hier mit Mario unterwegs, um meinen Bruder aufzuhalten. Nee, da habe ich den Namen Kamek noch nie gehört und das tut mir auch schrecklich leid. Oh wow, Sie sind also Bowser's Zaubermeister. Da bin ich ja echt beeindruckt, ehrlich. Zauber nie, ach, vergiss es. Dank für in die Blumen. Sag du zu mir. Oder vielleicht euer gewitternde Zaubermajestät. Jedenfalls habe ich euch in meiner Funktion als Zeus. Zaubermeister seiner Unredlichkeit jetzt was Wichtiges zu sagen. Nach wilder Flucht in der Clownskutsche flog König Bowser zu seiner Festung, wo ich seine harte. Doch, oh Graus, ein Hinterhalt der Fallschergen nun ballte unser König abermals in ihrer Gefangenschaft. Ich allein heldenhaft den Schurken entwuselt, schickte mich an den Notfallknopf zu bestätigen. Doch einen unschuldigen Knopfdruck später hatte ich die Flugtriebwerke der Festung abgeschaltet. Pardaut, Bowser's Festung fiel aus einem Wolken und landete mitten im Bad Elysium. Und zwar genau dort drüben, das war mal unsere Festhalle. Und das Werfen von Festungen auf unsere Hallen wird eine Reservierung benötigt. Wisst ihr eigentlich, wie lang die Warteliste ist? Es gibt eine Warteliste, dass man seine Festung auf deren Hallen wirft. Jetzt im Ernst? Dafür werden Frühgebühren, Spätgebühren und Stornogebühren und Inkassogebühren fällig. Welche Zahlweise darf es denn sein? Münzen, Karte oder gnadenlose Zwangsarbeit? Irgendwie fühle ich mich überhört. Frechheit, nicht mal aufzublicken, wenn man gerade angeflaumt wird. Aber was soll es, stelle ich meine Standpredigt gerade eben auch in Rechnung. So. Ihr habt's vernommen. Nun wisst ihr, in welcher Klemme wir alle stecken. Ich und König Bowser's gesamtes Gefolge. Ah, das gruselige Gesicht ist also einfach ein Teil von Bowser's Festung. Und wir müssen in das Gesicht hinein, um die grüne Luftschlange zu erreichen. Ihr wollt euch in das des Königs Festung hineinwagen? Vielleicht vermag ich euch dabei zu helfen. Mir nach, sputet euch! Nee, ich laufe erstmal rechts. Ah, okay, ich muss erst einmal zur Festung. Na gut, dann folge ich dir mal, Kamek. Auf dass du mich in die erste Falle führst.
Danke für die Hilfe. Allein hätte ich den Busch nie fertig stutzen können. Und sonst das nicht von innen. Sind noch mehr in solchen Büschen gefangen? Dann habe ich ja umso mehr Grund, die kaputt zu schlagen. Kehren auf einer Wiese. Nicht mal Bowser ist so gemein. Tja, das kommt davon. Kann ich auch erst hier zu dem Bad gehen? Nein, kann ich nicht. Jeden Tag Mario. Erst die Story, dann das Vergnügen. Darf ich wenigstens speichern? Außerdem will ich mich auf dieser Liste eintragen. Ich will auch eine Festung draufwerfen. Da wären wir, Mario. Dann mal rein in die gute Stube. Kann ich jetzt einfach abhauen? Nein, ich muss da rein. Ja, ist ja gut. Ich gehe da rein. Darf ich mir wenigstens die Kiste holen? Kamek, ich hasse dich. Hochaufschlussreich. Meine Theorie hat sich bestätigt. Die Befestigung wird bewacht. Du hast der Wissenschaft einen großen Dienst erwiesen, Mario. Gegen ein Gewitterwolkenmonstrum können wir von hier unten wenig ausrichten. Und mein treuer Flugbesen ist leider in den Händen jener ruchlosen Falschschergen. Aber es muss doch einfach einen Weg dort hinauf geben. Grübel, studier. Papa! Meine Treu, der junge Herr Bowser Jr. Zum Glück, nie war ich so froh, den Spross seiner Widerwärtigkeiten seiner Clownkutsche fliegen zu sehen. Und besonders seine Junior-Clownkutsche, dann mit schwingen wir uns Flug in höchste Höhen zu dieser Wolke. Ah, der Gegner ist eine Schere. Hat er gerade Bowser Jr. getötet? Nein! Junger Herr, hört ihr mich? Läuft die Kutsche noch? Es ist schrecklich, ich verstehe nicht, was er sagen will. Oh, junger Herr, wenn ihr auf euren Zustand hinweisen wollt, wir sind im Bilde. Ach, weder er noch seine Clownkutsche können uns noch helfen. Verzeihung, Kamek, ich weiß ja, dass es nicht zum Thema zu passen scheint, aber warst du schon mal einmal bei den heißen Quellen? Sie steigern wirklich das Wohlbefinden. Vielleicht könnte ein entspannendes Bad auch deinem jungen Herrn helfen. Kurz Paukenschlaf, Madame. Olivia hat recht. Gene Toads am Tor gaben mir eine Broschüre, in der ein heilender Born angepriesen wurde. Der Quell der Reinheit, gleich beim Eingang. Was steht denn da noch rum, auch zu diesem Quell der Reinheit, ehe uns auch nur ein Schnitzelchen abhanden kommt? Wenn eine Berechnung stimmt, wird er in kürzester Zeit wieder weder Fliegen und Umflug anrichten können. Ich habe mich heute schon so oft versprochen. Ich würde mal sagen, wir machen das mit dem Quell der Reinheit. Was passiert eigentlich, wenn ich dich hau? Nix. Einfach beim nächsten Mal. Und keine Sorge, ich hoffe, dass dieses Mal die Videodatei unbeschädigt ist. Ihr seht es ja, wenn das Video raus ist, dass sie nicht beschädigt ist. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.